Tachchen. Da sind wir wieder. Jo, Dere. Ich weiß gar nicht, hab mein Schiff eigentlich schon gesehen? Nee, ne? Auf jeden Fall nicht in dieser Version. Ja, das schon. Ich habe gerade nochmal umdekoriert mit dem Kram, den wir da im Outpost gefunden haben. Den ich da gefunden habe. Den du da gefunden hast, ja. Der kann ich den Punkt liegt auch mal in der Kiste. Pflanzen. Falls ist uns aufgefallen, dass wir vielleicht erstmal einen Homeplanet haben wollten. Ja, sollte. Da habe ich dann. Ist das der? Nein, das ist nicht. Den Targeter 2573A uns rausgesucht. Und jetzt gehen wir alle auf den Planeten. Ja. Wir waren doch schon da. Ich war nicht da. Ah. Nervensäge. Ui, Schiff. Mal runter. Taschenlampe. Genau links. Ich komm mit. Verstehe gar nicht warum. Ich sehe auch gar nichts unter mir. Kannst du einfach abbauen. Dann ja. Versuchen andere Leute das nicht mehr, um sich noch zu holen. Ja. So gut? Nein, bist du nicht. Ich mag es nicht, wenn mich Leute angreifen. Pinke Pikachus. So. Was hat Marius gefunden? Wahrscheinlich wieder das Bessere. Ah? Was findest du gerade? Nix. Okay. Bin doch auch hier bei euch. Ui, epische Musik startet. Echt? Ja. Doch, verstehe. Ah. Ich hab's noch stumm. Ja, das ist doof. Ja, so, jetzt sag. Ey, Cobblestone in der Kiste. Ja. Oben war ich noch nicht, Markus, ne? Da oben lang. Ich hab da einfach aufgehört. Ach, du warst hier überall schon, ne? Nee, ich bin noch nicht hochgegangen an der Stelle. Ein Chef-Spawner. Spawn your very own Chef. Fuck. Den machen wir aber auf der Basis, die wir uns dann ja noch errichten werden. Wo seid ihr? Da. Hi. Ah, unter uns. Neben mir braucht sowas. Oh, Fische. War bloß Ablenkung. Hast du was gesehen? Aha, war ich eingesperrt. Boah. Aha. Ich hab doch meine Flares noch. Aha. Das ist nicht witzig vielleicht, sondern nur nervig und sonst nichts. Ui. Ich find's witzig. Was ist denn hier von Interesse? Plattform? Ja, gut. Jump. Wow. Hi. Oh, da greift dich ein Fisch an. Er hat mich zwei Fische an. Ah. Weitere Höhle. Hi. Bist du friedlich? Nein, bist du nicht. Du kannst keiner von euch Fackeln setzen, vernünftige, die auch wirklich länger leuchten, weil die Flares gehen wieder aus. Mache ich schon die ganze Zeit. Ja, ich habe halt bisher mit Taschenlampe gearbeitet. Einfach weil das mit der Zwischen ist so aufwendig. Och. Wäre schön, wenn man irgendwie mit mittlerer Maus das Fackeln platzieren könnte, automatisch. Markus, schreib mal was. Bald hey, meins. Ich weiß noch nicht mal, wie die API hier ist. Eisen meins. Immer recht sein. Kupfer, auch meins. Soll auch recht sein.
Ja, wir bauen immer noch mit dem normalen Tool ab. Ja, Markus, das tun wir tatsächlich. Denn wir haben nicht so viel Silber und oder Gold. Ey, ich habe auch nicht so viel Gold. Eine Goldspitzhacke kostet bloß 2 Ingots. Das ist schön, das sind 2 Ingots mehr als ich besitze. Ja, aber Simon dürfte. Okay, ich habe jetzt 3 Gold Ore. Also immer noch nicht genug. Ich gehe jetzt mal anders lang, ich gehe nicht weiter. Ja. Weil nein, ich gehe doch weiter. Warum? Weil das interessant aussieht hier. Wie du meinst, ich finde das nicht allzu interessant hier. Wir sind auf jeden Fall Pflanzenfasern. Und Viecher. So, gut, genug. Extrem Schwachsinn. Ja, ist halt harmless, ne? Komplett. Mhm. Ich bleib hier, weil das interessant aussieht. Ja, sah auch interessant aus. Jetzt nicht mehr. Irgendwie spielt sich das immer zusammen, dass ihr zwei miteinander rumläuft und ich erkunde so auf mich selbst. Ja, das war nicht meine Idee, dass jemand ist da gerade. Wo sind meine ganzen Fackeln hin? Aufgebraucht? Ich hatte 60 Fackeln, meine Güte. Ah, die sind schnell weg. Ich habe kaum Fackeln gesetzt. Vielleicht hast du das geschmissen, aus Versehen? Er hat die irgendwer aufgehoben. Habe ich tatsächlich, ja. Ja, gib mal her. Moment. Kuh. Da. Wow. Wie weit geht's denn hier runter, ey? Übel. Offenbar weit, war. Ah, toll. War alles noch was auf uns? Also, ne, auf uns. Hä? Wo bist denn du, Markus? Ich weiß es nicht. Also, du bist da wieder. Wo ist Simon hin? Ich bin jetzt rechts runter. Warum? Also rechtsseitig zumindest. Ah. Hier oben ist noch was. Hä? Markus ist unten, Kobi ist oben. Hm? Weil ich euch nicht folge. Ach so. Ja, ich renne auch immer meinen eigenen Weg. Ja gut, dann renne ich auch meinen eigenen Weg, so, Punkt aus. Boah, ich habe keine Kohle mehr. Und da oben war welche, ja. Glück. Ja, das sieht schon ein bisschen was besser aus hier. Es? Hm? Ich finde, das schaut schlecht aus hier. Achso, ich kann ja auch jetzt Flüssigkeit mitnehmen. Ah, ich ja nicht. Also, wenn mir das bringt. Ich habe auch keine Ahnung, was das bringen soll. Aber du kannst auf jeden Fall das Wasser entfernen, was dich nervt. Ja. Das ist ganz praktisch. Flair. Ja, das kann man aber auch so. Ja, aber nicht so einfach. Ja, es geht nur oben. Ich glaube, ich benutze mal wieder die bewährte Taktik, einfach nach unten. Greif mal kurz die Oberwelt ab. Hi. Wie auch mal gerade mir vorbeigefallen ist. Hey, da unten ist Licht. Dann bin ich da wahrscheinlich. Bah. Nee, das ist so ein Spawner-Ding. Musst du. Und Spray. Ich weiß immer noch nicht, wie die Dinge heißen. Augment-Kapsel oder sowas in Richtung. Naja. Genau sowas. Ah, Kohle, sehr gut. Bin ich froh, dass das kein hostiler Sektor ist. Warum? Ja, weil ich dann einfach mit meinem Einhandschwert und Fackel hier langlaufen kann. Also, dort da schnappe. Ach so.
In der Hoffnung, dass dieser Planet noch irgendwas Gutes beherbergt. Umso harmloser der Planet, umso weniger hat er. Das ist mir bewusst. Deswegen sage ich in der Hoffnung. Welcher ist es? Gut, deckt schon wieder. Ja, weil ich gerade lange Wälder konnte wahrscheinlich. Bei mir ist gerade alles okay. Auch. Ah doch, jetzt schon wieder, ja. Ach Mann, was soll denn das? Ja, die Kisten, die du hier findest, sind halt auch nicht echt nicht geil. Jo. Das meine ich. Du könntest höchstens Potions finden, gute oder so. Also diese Stampacks. Oder coole Kleidung. Ja, sowas in der Art. Ja. Aber hier kann man problemlos eine Basis aufschlagen. Ja. Jo. Ich bin wahrscheinlich bald eh einmal im Kreis und dann werdet ihr mich wiedersehen. Jo. Wann werden wir uns wiedersehen? Das ist eine interessante Frage. Nice. Ja, hier ist echt nur Müll. Da ist Kacke. Ja. Bist du nach links oder rechts gelaufen, Corby? Ja, links gelaufen. Okay. Komm ich mal rechts entgegen. Weit kann es nicht mehr sein. Jo. Geht doch gerade echt in keinen Krater rein, sondern wirklich nur oberflächlich. Also wirklich nicht viel. Aber es ist schön, dass wir da direkt so ein Untergrundding gefunden haben. Da können wir dann, weiß ich was draus machen, unsere geheime Hanfplantage oder sowas in der Richtung. Für Seide, versteht sich. Ja. Wir fahren also. Ja, und sonst? Ist es noch sehr weit? Nein. Wir sind schon da. Ist es noch sehr... Ah! Oh, bitte. Okay. So, ist die Frage, wo? Autsch. Zelt, perfekt. Ja. Nebenbei leuchten Zelte immer so, wenn jemand drin ist, oder nur, wenn da so ein Plasma-Vieh wie ich drin schläft? Nee, immer. Okay. Also wo? Genau. Mal, theoretisch bietet sich hier die links vom Berg ganz gut an, wo die anderen Zelte stehen. Weil es da schön flach ist schon, ne? Genau. Klingt gut. Jo. Nein, ich brauch Luft. Teilweise auch Sauerstoff. Wäre nicht schlecht, ja. Schönes Geräusch. Von diesen Öllämpchen. Quietschen. Mhm. So, ich baue mal den ganzen Müll hier ab. Also die Eisenstühle aber lieber als die Stahlstühle, das sind so komische Klappdinger. Ja, vor allem, die werden bestimmt noch nicht aus Stahl hergestellt, wenn du erstmal Stahl herstellen kannst und dann. Ich glaube sowas wie Stahl gibt's gar nicht. Lock. Doch. Eisen und Kohle in das Smelter, meine ich, müsste das sein. Tschüss. Ja, ja, ich komme gleich wieder. Ich hole ein paar Sachen. Deko und so. Ja.
Und lege erstmal die ganzen Schwerter weg, die ich habe, die alle Schrott sind. Ja, Grundbasis. Cobblestone oder Holz oder was nehmen wir? Jetzt fürs Haus an sich. Kann man da nicht auch hübsche Bricks aus Cobblestone machen? Kann man sogar, ja. Wäre mein Vorschlag. Oh, Pick gebrochen. Ich nehme aber auch die Large Wooden Crates und so behalte ich, weil wir da eine riesige Storage machen könnten, theoretisch. Ja, so ein Underground Storage Facility. Yep. Underground, ja. Natürlich Ground. Wer piept da die ganze Zeit? Was mit piepen? Weiß nicht, immer so ein Telefon. Wie wenn man T5 wählt. Ah. Nein, ich kann die Telefontöne nicht von Tasten abhängig machen. Warum, fragt ihr? Ich weiß nicht, warum ich das kann. Mir dürft auf jeden Fall nicht kann kriechen. Ich das? So. Ja. So awkward. Awkward. So, wollen wir jetzt eigentlich in der Basis da machen? Nee, Corby und ich hatte uns auf gar nicht links von der Basis. Weil schon eine große freie Fläche ist und so. Jo. Boah, es ist Nacht. Aber eben, deswegen wollte ich da noch ein Stück weit warten. Fackeln stören nur. So. Bevor wir gehen, können wir uns der Workbench nur weiter mal hier in die Höhle reinsetzen. Die brauchen wir eh gleich. Ah, jo. Auch noch Workbench und Ofen brauchen wir und Miedezahl vielleicht auch. So, eins. Zwei. Und drei. Perfekt. Ja, das Schwerste natürlich nach oben. Ja. Das ist die Logik. Aber ich bezweifle, dass der Amboss leichter ist als der steingemauerte Ofen. So. Mach mal das Loch hier wieder zu, weil das ist echt hässlich. Ja. So, Cobblestone Brick. Also kann ich Knochenblöcke machen. Was noch was? Moment. Dürfte der Dreck hier sein? Filzblock. Hm. Ja. Also Cobble Bricks nehmen wir. Was ist das? Was? Sternschnuppen oder so? Ja, Sternschnuppen. Die haben wir auf dem ersten Meter auch schon. Die fallen hier öfters. Jawohl. Ich hab die mitgenommen. Hey. Achso, ich wollte gerade sagen, du hast die Dings. Was? Perfekt. Ja, was ist das? Das ist so eine Eingangsstatue. Ja. Ja, ich hab nur die beiden Standfackeln eigentlich mitgenommen, weil die eigentlich recht gut aussehen für den Eingang. Achso. Wollen wir das so klein machen? Na gut. Wer hat die Statue? Ach nee, ist ja oben in meinem Inventar. Klein anfangen. So. Was haben wir? Ein schönes Holzboden, nehme ich an. Können wir machen, ja. Kann nicht schaden, würde ich sagen, ne? Nope, andersrum. Sieht irgendwie komisch aus. Kommst da weg. Wenn es nur ein Dick ist. Es gibt doch nur dieses eine komisch graue Holz, ne? Ne, es gibt mehrere Holzsorten. Echt? Ja. Ich hab nur das eine komisch graue. Ah, sieht man schön aus. Muss ich gucken, Moment. Es gibt, glaube ich, nur ein Holz, stimmt. Ich hatte auch noch andere Baumaterialien. Einige sogar. Ja, für den Boden reicht's, denke ich mal. Moment, ich komme jetzt trotzdem mal hoch. Ich habe die ganzen Baumaterialien oben gelassen. Ich würde das in die Erde reinsetzen. Ja, die Erde ist ja gleich da. Nein, wirklich in die Erde. Hä? Weil da ein Gegner ist. Da soll der Boden sein, oder wie? Nicht? Ja, weil der Eingang halt jetzt schon anders ist.
Auf dem Level hier. Ja, man, wir können auch das alles rausreißen, den ganzen Boden einen Sleep tief verlegen, aber der Unterschied ist marginal. Ey, stirb. Pöff. Ach, ich hab den Eingang kaputt. Ich hab ansonsten nur ganz viel Sand und Dreck und Matsch als Blöcke, das lohnt sich auch nicht. Aber jetzt lass mal auf dem Level an, sonst schaut's komisch aus. Was denn jetzt wie? Ja, das Holz. Oder willst du dann noch eine Layer drauf haben? Nö, das bleibt so. Ich muss ängstlich, dass das Gras nicht verschwindet. Glaubst du, das Spiel funktioniert wirklich so? Eigentlich schon. Ich hab Glas gemacht. Gut. Juhu. Fenster. Deckenlampen. Oh. Ja. Wie gut, dass man es wieder aufheben kann, mit unseren fortgeschrittenen Werkzeugen. Klingt übrigens sehr interessant. Du kannst es auch mit einer Spitzhacke wieder aufsammeln. Ja, gut. So. Da habe ich Cobblestone, da habe ich Mud. Ich habe verschiedene Dirtblocks und ansonsten Sandstein, aber auch alles nicht hübsch. 800 und so weiter Cobblestone Bricks. Wollen wir unser Haus wirklich aus so dicken und nicht dünnen? Ich darf eigentlich auch an die dünnen. Beziehungsweise ja, Da kannst du ja eine höher machen einfach. Nur der Eingang muss so dick sein vielleicht, einfach nur weil das ja so ein Höhleneingang ist. Dann einfach hier die Wände 1 dick. Ja, ich glaube, es reicht. Gegnerz. Es ist ja unsere Festung. Ja. Muss schön fett sein. Ja, spring drüber, denn das wird jetzt eine relativ dicke Wand. Was wird das denn, ey? Da sind Plattformen. Ein Eingang. Bin so gut in Ästhetik. Wie hoch bauen wir denn die einzelnen Etagen? 2, 3, 4? Ich würde sagen, also 4 ist der Spieler groß. Beziehungsweise 4 sind Türen groß. 4, ja. Ne, Türen sind 5 hoch. Türen sind 5, ja. Dann würde ich sagen 5 plus... Ja, also 8 mindestens oder 9. Einfach nur, damit man noch Kisten irgendwo hinstellen kann oder da oben irgendwelche Regale. So, ob 8 oder 9 ist dabei eigentlich recht unwichtig. Da bist du auch noch mal die ganzen Löcher hier zu. Mal gar nicht hier. Bah. Dann wäre das die Decke vom ersten Stock. Bin schon nicht mehr da. Moment. Markus, ich komm wieder jetzt gerade. Ich hätte den Eingang ja getrennt gelassen. Ja, das kann man noch machen. Es geht jetzt einfach nur ums Konzept. Wie hoch ist das jetzt? Das ist eine gute Frage. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 11 plus Decke. Also das hast du da einen Eingang gemacht, habe ich nicht mehr gesehen. Nur einen Moment, ich will kurz das gucken. So in der Art dann. Jo. Da hat man hier oben noch genug Platz, A um zum Laufen und B um Sachen abzustellen. Genau. Und hier unten sieht es nicht zu voll aus. Passt gut, denke ich mal. Ja. Denke ich auch, ja. Ich mach hier oben mal die beiden Teile wieder zu, Moment. Sonst nicht mal auch noch ein paar Cobblestone-Sachen für den Hintergrund und so, ne? Oder, ne, der Hintergrund wird aus welchem Material gemacht? Das ist eine gute Frage. Es gibt viele schöne Hintergründe, aber gerade ich kann nur sehr wenige machen, weil ich wirklich nicht allzu scientifically advanced bin. Naja. Was habe ich denn hier alles so zur Auswahl? Was
Sandstone Bricks. Ansonsten hier kann man normale Bricks machen. Und Roof Tiles. Packed Dirt. Dirt Bricks quasi. Ja, aber die schauen nicht so toll aus, finde ich. Sandstone Bricks sind auch nicht so geil. Normale Bricks, wo sind sie denn da? Wie sehen die denn aus? Ja, im Ofen. Ja, die sind halt wirklich rot, ne? Ja. Ja, geht eigentlich. Oder? Was hinter uns? Bin wieder oben. Hm. Wird schon wieder dunkel. Soll ich Roof Tiles machen oder wollen wir die nicht nutzen? Hey, wer hat den Spawner nicht aktiviert? Was ist ein Spawner? Welchen Spawner? Den Chef-Spawner. Vielleicht ist der automatisch aktiv. Ich hab den nämlich angeschaltet. Hinplatziert, meine ich. Gut. Jetzt dann steht er hier. Hm. Geh mal weg. Moment, ich muss jetzt mal runter, lasst mich. Darf nicht hier raus. Du musst gefangen bleiben. Der gut oder ist der schlecht? Das ist ein Vogel. Cool. Kann der essen. Echt? Mhm. Kann man mit dem reden? Ja. Ja. Der Eingang da hinten ist ziemlich unpraktisch. Futterhändler, ja, ja. So. Eine Tür wäre geil. Ja, komm noch. Ich baue gerade erstmal einen provisorischen Eingang hier oben. Ja. Lass mal mit dir reden. Jetzt kann man mit dir reden. Mmm, lecker. Wird echt lecker essen hier, ne? Moment, ich will kurz was Getuten tun. Aber teuer. Kann man den dann noch anreden? Nee, kann man nicht mehr. Kann man nicht mehr? Mhm. Das muss frei sein. Schade, aber die Idee ist gut. Ja. Ja, dann müssen wir dann irgendwo in den Raum einsperren oder so. Naja. Ja, Wand. Wand, Wand, Wand. Warum ist das hier oben eigentlich offen? Provisorischer Eingang. Eben. Achso. Ist schwierig, ist schwierig.